ich dann mal demnächst vorhabe. Ich werde mal informieren, wie das aussieht mit den Lizenzen, also für die Spiele. Und dann wollte ich mir mal schauen, ob ich nicht mal ein Let's Play von Skyrim mache. Interessant. Wieso? Ja, es ist interessant. Ah. Weil Skyrim ist auf jeden Fall ein richtig geiles Game, auch eins meiner Lieblingsgames. Wir brauchen noch ein paar Bricks. Wusstest du eigentlich, dass wir auch so gut wie gar keinen Claim haben? Play? Ja. Okay. Müssen wir demnächst mal farmen, ne? Ja. Das Kartoffel Manager ist Melter. Dirty Iron Dust. Hol ich mal die Stahlplatten ab. Und ich würde auch sagen, dann machen wir am Ende der Folge nochmal eine kleine Überraschung. Inwiefern? Ganz einfach. Da ich weiß, dass meine Community mich hasst, man will's oder doch, keine Ahnung. Ich hau dich am Ende der Folge einmal. Damit wir das auch nochmal zeigen. Ah, okay. Ein Garantier aber bisschen. nicht, garantier für nichts, ne? Ja, ich leg vorher meine ganzen Items ab. Die Wünsche da oben. Ah ja, die Bricks. So, und wir haben ein High-Pressure Steam Furnace. So, Was jetzt. kann der? Das ist der Gregtex Steam Furnace. Den brauchen wir für den Electric Furnace. Okay. Das versuche ich jetzt mal. Ich will hoffen, dass das geht. Ich laufe immer noch mit den vier Zinn-Ingots rum. Ach so, was ich letztens bei Butze gesehen habe, eben überall diese Drum, also diese Tonnen stehen, wo sie die ganzen Flüssigkeiten auffangen. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, sollten wir uns mal näher damit beschäftigen, oder? Können wir mal machen. Ah ja, ich habe auch jetzt den alten Circuit, den Control Circuit für die Plate Mining Machine, habe ich jetzt vercraftet. Okay. Nur bevor du jetzt suchen solltest. Er ist für immer weg. Passiert. Ja. So. Was wollen? Ah ja. So, knacken nehme ich mir irgendwie an. Wie hat man jetzt mal die Item Casings bekommen? Ah ja, das war ja mit dem Hammer. So, ne? Genau. Man hörte nur noch einen Durchklopfen. So, RE-Batterie. Christian? Ja. Wir haben kein Glas mehr. Glas? Oben haben wir noch Sand. Ja, hab schon erholt. Okay, die Erzproduktion steht auch gerade still. So, keine Energie mehr. Das nicht. Oh, okay. Du hast es gesehen, ne? Ja. Bisschen in wir auf Vorhalt, mal in die Leitung Mehl reinstopfen, wieder 6 Kolben gestopft. Was war ich sogar? Ah ja, Sand, 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 Sand.
Okay, all. Ah, du bist ja noch gerade dran. Na. Das Ich hab mal und. die Kisten wegen leerer gemacht. Jo. Conveyor-Modul. Und wir haben den Alloy-Smelter. So, der kann. Ja, okay, das sind 32 UE. Also. Alloy-Smelter steht. So, in den Alloy-Smelter. Da Deutschland, da wir jetzt 10 haben, haben wir alles für den Industrial Blast Furnace. So, was ist der Industrial Blast Furnace? Das ist ein Ofen. Ein fetter Ofen. Also, wenn man schon mal sieht, wir brauchen zwei Induction Furnaces. Wir brauchen vier Cupronickel Heating Coils, eine Steel Machine Hülle und zwei Circuits. Das Besondere ist, der Industrial Blast Furnace ist quasi der Steam Blast Furnace, bloß über Strom. Und darüber können wir schon mal ein paar Erze mehr verarbeiten. Worauf wir aber durch den Industrial Blast Furnace hin wollen, ist Stainless. Na? Ja, Stainless Steel. Ja, aber irgendwie kommt das gerade bei mir nicht so richtig über eine. Hä? Oh, ich hatte irgendwie ein paar Mods ausgeschaltet. Da, Stainless Steel. Das ist 6-mal Eisen, ein Nickel, ein Manganese und ein Chromlast. Was fangen wir mit Stainless Steel? Also erstmal, den können wir wieder zurück in die Einzelteile zerlegen. Oder hier im Industrial Blast Furnace bei 1700 Heat Capacity zu einem Ingot brennen. Dauert 85 Sekunden. Und aus diesen Ingots können wir dann halt die Platten machen, die wir für, nein, nicht für die, für den Mining Duel oder so. Nein, wir haben was viel Besseres. Die Stainless Machine Hülle und auch nicht für den High Advanced. Wow, man braucht für einen Power Armor Tinker Table eine Stainless Steel Machine Hülle. Darauf wollen wir aber auch nicht hinaus. Nein, auch wir wollen heute auch keinen Generator machen. Nein, wo, war es noch nicht schon? Ja, da war sie. Die Industrial Zentrifuge. Und warum? Weil wir damit auch ein paar Erze wieder verarbeiten können. Wie das zum Beispiel dieses Trachea-Uran, was wir die ganze Zeit haben. Alternativ können wir auch einen Superconductor-Wire machen. Das ist quasi das Kabel. Und das Kabel ist auch ein bisschen teuer. So, bevor wir jetzt aber hier weiter schwärmen. Wir waren beim Blast. Könntest du vielleicht schon mal die beiden Induction Furnaces machen? Nicht. Dann mache ich noch mal ein bisschen, schon mal ein paar Circles wieder. Paar Circles auf Vorrat. Nehmen wir es mal ins Deck Redstone raus. So, wir brauchen 12 Cupronickel. Warte mal, was, wie weiß das mich Verhältnis nochmal? 1, 1. Alter, braucht man dafür viel. Willkommen bei QuickTech. Ja. Ja, okay, muss ich gar nicht was verwenden. Oh, der läuft halt aber schnell. Ich hoffe, dass es reicht.
Ja, dann haben wir noch einen über. Wie geht's mit den Fördersten voran? Bin am Suchen, welches Rezept ich noch mal brauche. Ah, Basic Machine Casing, da war ich doch. Brauchst du auch noch ein paar Schallplatten? Ah, ist gut. Wie viele? 8? 16? Weiß nicht genau. Ach komm, ich mach einfach mal 32, dann machen wir da Vorrat. Ich werde dann Ressourcen nutzen, sonst hätte ich mangeln. Nein, nicht im Rockwasher. Machen noch ein bisschen Iron. Und ja, wir sind hier wirklich jede Möglichkeit zur Erzproduktion am Ausnutzen. So, die Wire Mills, die Automatic Wire Mill ist fertig. Wir brauchen jetzt, fehlen eigentlich nur noch die Induction Furnace. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. Hast du Eisenplatten? Schau mal da rein. Oh! Warte da die ganze Zeit. Die hast du sogar letztens noch selbst gemacht. Schraubenschlüssel. Warte, tue ich dir ins ME. Oh. Ich lege dann schon mal hier unten das Rezept so weit hin. Wie viel brauche ich? Zwei, oder? Jo. Stainless Steel. Zwei Öfen, oder? Ja, zwei Induction Furnace. Okay. Das schon mal. So, währenddessen kann ich bei mir nochmal das Mechanismus geben. Quacktech Wiki aufrufen. Weil die Zuschauer aus der letzten Staffel wissen es vielleicht noch. Die neuen Zuschauer, weiß ich nicht, wer davon neu ist, ob wir nur alte Zuschauer haben, nämlich der Industrial Blast Furnace ist eine klein wenig größer. Ein wenig. Ja, ein wenig. Und zwar brauchen wir noch jede Menge Standard Machine Casings. Ich habe schon irgendwie gar keinen Bock mehr nachzuschauen, aber ich tu mir den Job an. Die Standardmisch. Steel Casings. Steel Plates. Oh. Standardmaschinen-Casings sind gar nicht mehr so schlecht. So schwer. Was brauchst du, Ach Christian? so. Warte mal kurz. Steel Casings, ne? Ja, die habe ich gebraucht noch. Steel Plates. Die sind da drin, der Project Bench. Danke. Hast du da auch Eisenplatten über? Ja, habe ich. Sind in der Auto, in der Workbench. Brauche aber, ja, nein, ich brauche davon keine mehr. Die Wünsche hast du gerade, ne? Ja. Ach, die kommt da. Wo ist die Range? Ah, da ist er. Weißt du was? Behalt die Wrench. Ich lasse im Project Table. Nee, ich wollte mir In sonst der mal eine eigene Project Table. machen. Oder so. Weil an Stahl wird es eigentlich nicht mangeln. Okay, Electronic Circuits. Jetzt wird wieder dasselbe Rezept gelöscht, oder? Ja. Ich mach dann noch die. Wo will ich jetzt hin? Da. Ich gehe da hin. Da sieht es schön aus. Baker ist weg, ne? Ja. Ja.
Ich mache dann hier in der Plate-Bending-Maschine mal ein Stack Iron Plates. Iron kann da rein. Steel Plates haben wir noch da. Haben wir nochmal 16.